Tut er es oder tut er es nicht? Im Vorfeld der Veranstaltung munkelten viele, Uwe Krüger hätte doch tatsächlich vor, seinen Freund Christopher Wolf auf der Bühne und während der Show heiraten zu wollen. Sollte es wirklich zu diesem historischen Moment kommen? In Absolut Uwe präsentiert der Musicalstar die Highlights aus seinem Musicalleben und sein Publikum zeigt sich hellauf begeistert. Zum ersten Mal in seiner Karriere verbringt er seinen Geburtstag auf der Bühne und lässt sich zu seinem 45er auch so richtig feiern. Happy Birthday to you. Happy Birthday to Nicht nur Begeisterung und Freudentränen begleiten Uwe und seinen Lebensgefährten Christopher Wolf an diesem Abend. Denn wenn es nach den beiden ginge, wären sie am heutigen Tag schon längst verheiratet. Nachdem das in Wien nun doch nicht gleichberechtigt möglich ist und unser Lebensmittelpunkt zwar in Wien ist, wir aber gleichberechtigt heiraten wollen, werden wir das dann in der Nähe von Frankfurt im Sommer nächsten Jahres tun. Uwe und sein Christopher sind ja mittlerweile seit über 11 Jahren ein Paar und bekannt für ihre funktionierende Beziehung. Das wissen auch viele der anwesenden Promis. Ja, also eine derartige Partnerschaft ist genauso ernst zu nehmen wie jede andere Ehe. Und die beiden sind schon so lange zusammen, da können sich sicherlich viele heterosexuelle Paare, die dann heiraten, eine Scheibe davon abschneiden. Dass Uwe seinen Christopher bisher in Österreich nicht heiraten konnte, versuchte er an seinem Geburtstag verkrämt schön zu reden. Wir sind verlobt, wir werden irgendwann heiraten, das muss man nicht nochmal betonen, aber meine Liebe bekunden und zu sagen, es ist das schönste Geschenk, was man eigentlich haben kann, das finde ich, dafür war Platz. Dass auf der Bühne also Uwe sehr persönlich Platz hatte, weiß auch seine Mutter Elisabeth, die extra aus Deutschland angereist ist. Mama Krüger ist aber nicht nur begeistert von dem, was ihr Sohnemann heute auf der Bühne vollbracht hat. Er war noch nie so gut. Sondern ist auch ziemlich sauer auf die Kirche, die Uwe und Christopher in Österreich nicht und nicht trauen will. Es gibt so viel Blödsinn in der Welt und die Pfaffen, die haben so viel Blödsinn auf die Welt gebracht. Das ist bei Gott nicht beim lieben Gott gewachsen, sondern bei den Pfaffen. Und das ist, meistens ist es Unsinn. Und der jetzige Papst, das ist ein Schauspieler, der hätte wirklich Schauspieler werden sollen. Uwe wurde ja Schauspieler und Sänger und steht ja seit einiger Zeit unter neuem Management. Herbert Fechter ist seit 30.09. nach dem Zerwürfnis von Uwe mit Marika Lichter der Neue an seiner Seite. Ich glaube, der Uwe ist von der Leine gelassen. Ich glaube, wenn ich irgendeinen Verdienst habe, dann ist es, dass ich ihn ermutigt habe, auch Dinge zu zeigen, die er bisher nicht gezeigt hat. Freier zu sein in dem, was er tut, nicht nur sklavisch an das Musical-Thema gebunden. Und der neue Uwe scheint ziemlich gut anzukommen bei seinem Publikum und die mühsamen Proben der letzten Wochen haben sich sichtlich gelohnt. Die Frage, ob bei so viel Arbeit überhaupt Kinder im Hause Kröger Wolf geplant sind, beantwortet sich daher von selbst. Aber eben nur fast. Es wäre schön natürlich, aber einer von uns beiden müsste sich aus seinem Beruf dann etwas zurückziehen. Im Moment sind wir beide beruflich zu eingespannt und wir würden keine Kinder von Kindermädchen erzogen haben wollen. Bevor es aber soweit ist, muss ja gesetzlich einiges passieren. Denn weder in Österreich noch in Deutschland dürfen homosexuelle Paare zurzeit ein Kind adoptieren. Aber das wird sich hoffentlich bald ändern. Auf alle Fälle gratulieren wir Uwe Krüger nicht nur zu seinem Geburtstag, sondern auch jetzt schon zu seiner hoffentlich bevorstehenden Hochzeit im nächsten Jahr.